Willkommen zurück zu Mount & Blade, Freunde, nach dem ernüchternden Part vom letzten Mal, wo wir den Battlesites ja doch runterdrehen mussten, weil es nicht möglich war, diese Belagerung hier durchzuführen, ohne dass das Spiel dauernd abschmiert. Jetzt haben wir allerdings die erste... Das wollte ich garantiert. Ich wollte eigentlich in die Burg, aber auch egal. Jetzt haben wir den Battlesites heruntergedreht, haben die erste Schlachtwelle soweit auch erstmal erfolgreich beenden können. Okay, 337 Mann stehen uns noch entgegen. Die Schlacht geht in die nächste Runde. Hört mal auf, nach mir zu werfen, ihr Huschkels, oder was? Wir werden wieder versuchen, diese Position hier zu halten. Das hat schon beim letzten Mal ganz gut Früchte getragen. Der König stürmt schon wieder voran und kriegt direkt erstmal einen auf die Fresse von meinen Hustles. Wir sind auch noch lange nicht fertig hier. Weg. Durch. Ab dafür. Tote Hose im wahrsten Sinne des Wortes. Oder was? Ihr hört mal auf, hier so rüber zu jumpen. Ich hab überhaupt nicht die Befugnis von mir bekommen. Bitte! Lasst euch nicht überrennen. Zurück an den Wall. Die dürfen hier nicht rüberkommen, Mensch. Los. Oh, komm schon, macht die alle weg. Weg, 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 weg. Mir gefällt das nicht, was hier gerade abgeht, muss ich ehrlich sagen. Mir kommen hier zu viele Truppen rüber. Los, alle in Angriff hier. Kommt mal alle ran jetzt. Die Musik spielt hier. Wo der Ritter stirbt. Unter des Lordes Axte. Scheiße. Steht euer Mann, kämpft wacker. Flieht, ihr Narren. Boah, ich bräuchte meine Gefährten so hart an der Front. Aber mein Trupp ist gerade einfach zu geschädigt, um hier noch irgendwas leisten zu können. Hört auf damit. Ich komme. 180 noch. Und ich kann nicht viel machen. Müssen meine Huschkels jetzt tun. Aber die Zahl der Feinde, die hier ranstürmen, die wird immer kleiner. Und ich glaube, den ein oder anderen Gefährten, den habe ich jetzt hier auch schon wieder mit in der Schlacht.
Nur leider nicht bei voller Gesundheit. Aber ich kann halt wirklich auch nichts tun. Ich muss hier stehen und abwarten auf günstige Gelegenheiten, um selber mal einen Schlag zu landen. Weil ich stehe halt in einer undankbaren Position, wo man doch schnell mal auf die Schnauze bekommen kann. Aber wir sollten es eigentlich schaffen. Als wir die große Schlacht hier angefangen haben, war es aussichtslos so ziemlich. Aber inzwischen 50 gegen 100 irgendwas, das klingt gut. Vor allem, wenn man sieht, mit was die hier vorrücken. Da ist viel Miliz dabei. Wir hingegen haben sehr, sehr viel Elite. Na los, schickt sie vor. Dieses Swadengelump. Neue Feinde treffen ein. Ja, wir sind bald durch. Da kommt noch mal einiges an Sargents rum. Das gefällt mir natürlich nicht. Aber die brannten hier wie Wasser gegen den Fels. Wir schaffen das schon irgendwie. Oh, ich gönne mir erstmal ein Level up hier. Eiskalt. Konstrukteur auf 5. Überzeugungskraft auf 3. In der Hoffnung, dass wir mal ein paar Nordfürsten noch über den Haufen, über den Weg laufen. Stehe hier zu nah an der Brüstung, Freunde. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Das geht jetzt ab! Na, ihr macht das schon. Ich zieh mich mal zurück. Ich habe hier noch gekämpft für heute. Ich habe heute so viele Kills gemacht, ey. Das ist wirklich... Da habe ich es mir auch mal verdient, mich einfach zurückzuziehen. Mgnütchen hier. Um die Schlacht von außen zu betrachten. Die sich so langsam dem Ende neigt. Sehr gut. Elende Gegner. Was dauert denn da hinten so lange hier? Das sind doch noch ein paar Männeln. Wir geben die Burg nicht auf. Die Rodoks werden sehr glücklich darüber sein, dass wir den Swaden so hart wehgetan haben, weil die Rodoks werden jetzt auch leichteres Spiel mit den Swaden haben. Die befinden sich ja nach wie vor im Krieg. Ich schenke euch allen die Freiheit. Damit ihr euch erinnern möget, wie toll ich doch bin. Ich möchte diese Nords. Mehr Nords haben die gar nicht. Ich muss hier schon wieder einen Haufen Rodoks einstellen, damit ich überhaupt noch auf meine Armee komme. So, gebt mir mal ein bisschen Ausrüstung hier, ein bisschen Plündergut. Oh, so viele Level-Up-Sachen. Meine Güte. Mann, Mann, Mann. Was haben wir noch? Hier haben wir noch... Oh ja, das ist lecker jetzt. Das ist lecker. Wieder viele Huskals dazu bekommen. Das ist mehr als nur erwünscht.
So. Damit haben wir die Burg erstmal erfolgreich gehalten. Knuda hat sich ja erstmal erledigt. Wieso haben die denn Burg Kurin hier hinten erobert? Was geht denn mit den Kelliten ab? Ansonsten ist unser Reich aktuell tatsächlich relativ stabil. Was ich natürlich absolut gutheiße, ne? Dort gegen Rodok. Wir helfen. Wo wir können. Kommt uns ja immerhin auch zugute, wenn der Fürst hier mal weg ist. Nee, nee, nee. Na, wo sind die denn? Na, da sind sie ja. Okay, Keule paar. Oh, ich habe nicht so viel Lebensenergie, merke ich gerade. Da bin ich noch ein bisschen übermütig in die Schlacht gegangen gerade. Muss mal ein bisschen Acht geben. Dass wir hier nicht zu sehr aufs Maul bekommen. Ich habe ja meinen Beitrag auch schon geleistet. Ich hau jetzt ab. Den Rest sollen die Leute machen. Oder vielleicht komme ich ja doch nochmal dazu. Macht sie finish. Oder was? Wir wollen sie hier nicht. Sie sind unwillkommen und ungewollt. Für dich. So. Was würden jetzt, ey, ihr lasst euch aber ganz schön lange Zeit für die paar Leute. Wir haben immerhin noch ein bisschen mehr zu erledigen. Also lasst mal krachen. Gute Arbeit. So. Ruhe jetzt hier. Gut, euch hier zu sehen, Lord Peter. Es war ein feiner Kampf. Keine Freude ist wie die Siegesfreude, was? Das ist wohl wahr. Der Typ kennt mich schon und kann mich leiden. So. Hier haben wir noch einen Billigfürsten, der rumrennt. Aber keine Chance hat. Mit Städten können wir uns halt wirklich aktuell noch nicht groß anlegen. Dafür sind unsere Fürsten auch viel zu schwach, um sowas hier zu reißen. Auch die Burgen von uns sind allesamt nicht wirklich gut bemannt. Das ist Tragik in Vollendung, oder was? Oh, guckt mal. Oh, guckt mal, das ist aber nicht nett. Da werde ich mich wohl mal drum kümmern müssen, eventuell. Vorher gucke ich aber hier nochmal schnell vorbei. Burg Truma. 118 Mann gerade mal. Bin ja schon weg. Alles gut. Hab gar kein Interesse, mich mit dir zu prügeln. Lass mich in Frieden. Blöder Heidi. Ey, hört doch mal auf, hier schon wieder alle zu belagern. Vor allem diese hässlichen Nordkrampen noch mittendrin, wisst ihr?
Die soll mal weggehen. Die haben verkackt. Die haben nur noch ihre drei Städtchen. Die können froh sein, wenn sie die noch eine Weile halten. Der wahre Norden bin ich. Was kann ich eigentlich? Kann ich mit dem schon ein bisschen was besprechen hier? Wie bewertet ihr den bisherigen Fortschritt? Wir haben 4 Fürsten auf unserer Seite, wohingegen König Ragnar immer noch von 16 Fürsten unterstützt wird. Wir kontrollieren 8 Burgen und 8 Dörfer, während sie 3 Städte und 9 Dörfer haben. Gesamt, wir sind eine beachtliche Truppe geworden und haben eine echte Siegeschance. Dann müssen wir weiterkämpfen und unsere Verbündeten versammeln. So sieht's aus. Klar haben wir eine echte Siegeschance, aber wir müssen irgendwie gegen eine Stadt vorrücken und das kriegen wir nicht hin. Du bist der Heini, der hier belagert hat, Kanat. Hast keine Chance hier, wenn der Depp noch mit zu Hause ist. Da kannst du gleich aufgeben. Gut, wir müssen nach Aalborg hinten und gucken, was da los ist. Das wäre wichtig und weise, mein Freund. So zu handeln. Jeruma zu erobern wäre ja auch schön, aber solange der Fürst da hinten patrouilliert, haben wir keine Chance, da wirklich gut ranzukommen. Das müssen wir erstmal so ein bisschen links liegen lassen. Unsere Gefährten, die bekommen langsam wieder ganz schön Gesundheit rein, das ist schön. Wir müssen jetzt wirklich erstmal gucken, was hier hinten los ist. Buluga wird auch belagert. Wollen wir alles eigentlich gar nicht zulassen. Da hinten müssen wir mal schnell ein bisschen Hilfe leisten. 110 gegen 283. Ist natürlich nicht unbedingt schön, was hier läuft. Ey, die Burg sieht ja nice aus. Aber meine Gefährten sind wieder auf der Höhe. Da sollten wir doch eigentlich eine Chance haben. Verschwindet alle miteinander. Ihr seid hier nicht erwünscht, solange ihr auf der falschen Seite kämpft. Aua, geh dir weg, du! Oder was? Also bisher läuft's gut. Kommt schon jetzt. Immer drauf. Die nächste Welle kommt an die Welle. Die haben keine Chance gegen uns. Nicht solange meine Gefährten in vorderster Front zusammen mit mir stehen. Weil meine Elite Huska ist, dem macht echt keiner was vor. Und mir erst recht nicht. Solange wir hier stehen und draufhacken, haben die keine Chance durchzukommen. Zum Angriff, Männer. Wir regeln das jetzt wie echte Nords hier, oder was? Wieso kommt ihr nicht mit? Ihr seid mir ja welche.
Ich dachte, ihr stürmt mit mir hier runter, aber nein. Auf einmal bin ich der Einzige, der dem Feind hier entgegenstürmt. Ich glaube, es hackt. Wie viele haben die denn jetzt eigentlich noch? Hier darf doch da gar nicht mehr kommen. Mein Güte. Na, ein bisschen was kommt hier doch noch. Ihr habt keine Chance. Wo ist ein Schiremus? Ist der geplättet worden? Ich sehe den nicht mehr mit seiner fetten Axt. Kann sein, dass der eine drüber gekriegt hat. Aber ich habe hier immer noch drei Gefährten, sehe ich. Vier sogar. Vier Elite-Huskais halten noch immer die Stellung hier vorne. Ihr habt keine Chance, hier durchzukommen. Nicht im geringsten. Verstärkung ist eingetroffen. Brauchen wir die denn noch? Eigentlich nicht mehr. Es sind nur noch ein paar einzelne. Du siehst ja cool aus mit so einem blutbefleckten Schild hier. Lane, du hast ja mal richtig hart gefeiert, wie es aussah. So, Feierabend. So, der will uns nicht freiwillig beitreten, von daher machen wir den platt und Ruhe ist im Kasten. Wird die letzte Amtshandlung heute, wir überziehen hier sowieso schon wieder ein bisschen. Aber den würde ich doch ganz gerne jetzt noch platt machen wollen, einfach um klar Flagge zu bekennen und zu zeigen, ey, ihr habt hier nichts verloren. Und auch die Städte werden wir uns früher oder später vornehmen. Wir werden zwar wahrscheinlich keinen Sieg bei den ersten Angriffen erringen können, aber die Städte abschwächen ist schon mal besser als nichts. Immer rein. Na, da kommen ja noch mehr. Wo wollten ihr hin? Weg. Weg, sage ich. Alle weg. Haust du ab, du. Oh, guck mal. Wirst du meine Keule kennenlernen? Wer? Hörst du auf damit? Und du hast recht. Das sah schön aus. Ah, herrlich. Nehmen wir noch ein bisschen Beute mit. So, Freunde, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.